Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 mit dem David. Ja, Grüße. Ja, unser letzter Part, den wir heute aufnehmen. Vier Parts haben wir schon produziert mit dem Marco zusammen, aber das Spiel hat den Marco schon wieder dermaßen auf den Kieker. Da geht schon wieder gar nichts mehr. Also den kickt's hier laufend raus. Ihr habt das ja in dem letzten Part auch mitgekriegt. Da war kaum drin, da war er schon wieder draußen gewesen. Und was es genau liegt, wissen wir nicht so genau, aber ich denke mal, es hat auf jeden Fall was mit der Computerleistung zu tun oder der FPS-Zahl. Das ist halt alles etwas problematisch. So. Bei mir ging ja auch die Sämaschine nicht. Ach so, ich hätte gleich hier durchfahren können. Bei mir ging auch die Sämaschine im letzten Part nicht. Weiß nicht warum. Ich werde jetzt mal die hier ausprobieren. Einfach spaßenshalber. Und mal gucken, ob die jetzt hier läuft. Ich habe jetzt nämlich auch keine Lust mehr, irgendwie rumzudoktern oder irgendwie rumzusuchen. Gelle? So steht der Tieflader hier. Hä? Ach so, ich glaube, der Marco hat den Dings hergefahren. Den Rübenernter. So, David, sind wir noch ein Part alleine? Wir zwei. Jo. Allein, allein. Allein, allein. Ja. Ein Scheiß, oder? Ja, und der geht jetzt, oder was? Der geht auch nicht. Wieso geht denn das nicht? Wo bist denn du? Feld 10. Leckt mich am Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn hier nur das Problem schon wieder? Müssen wir doch erst grubbern, die Scheiße oder was? Das haben wir aber doch sonst nie gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Hier unten der Helfer hängt auch schon wieder. Oh, da platzt einem die Hose bald. Was ist denn das nur? Ey, ist man denn hier nur von Unfähigkeit gesegnet worden? Nach dem Part mache ich aus. Habe ich heute keine Lust mehr. So hat mich das Spiel noch nicht geärgert. Ganz schlimm heute. Und? Bricht er bei dir auch immer ab? Von dem LKW hörst du auch gar nichts, oder? Generell hört man jetzt nicht mehr so viel. Naja, ein bisschen hat er gezogen und zieht dann, bricht er wieder ab, ja. Naja, das macht er bei mir auch. Das macht er ja bei mir auch. Das ist ja das Problem an der Sache. Wieso ist denn das jetzt so leise? Ist das generell so leise? Ja, bei mir ist es auch so leise. Auf immer. Ne, so leise war es die ganze Zeit nicht, oder? Nee. Komisch. Heute ist wohl der Wurm drin. Ah, nicht nur heute. Ich sage euch, ey, dieses Spiel, dieser verkackte. Ah, ich muss es jetzt mal rauslassen. Es tut mir echt leid. Dieser verkackte Mist mit diesen, dass es dieses Spiel kein Multicore unterstützt. Ey, das ist ein. Oh. Oh, das ist wirklich. Es ist eine Grausamkeit der Hersteller, was die uns da angetan haben. Ja. Das ist wirklich einfach nur eine Grausamkeit der Hersteller. Wie kann man ein Spiel im Jahr 2013 produzieren, was keinen Multicore unterstützt? Ich will nicht wissen, wie viel Prozent der Prozessoren, die im Umlauf sind, oder bei Leuten, die dieses Spiel haben, die im Multiplayer spielen, einen Single-Core haben.
Das würde mich echt mal interessieren. Ja, das Problem ist ja, du brauchst ja nicht nur einen Singlechor, du brauchst ja auch einen guten Singlechor. Und den Ja. gibt's nicht. Nee. Den gibt's nicht. Ich habe ja ein i7 drin und habe solche Probleme mit dem Prozessor. Also das ist der Wahnsinn. Weil dieses Scheißspiel einfach keinen, also es ist kein Scheißspiel, aber es nimmt einen einfach die Spielfreude von dem Spiel. Das ist ja das. Es macht ja riesen Spaß eigentlich und ist ja alles schön, aber so geht das nicht. So geht das nicht. Ja. Echt. So. Ich muss da echt noch mal gucken. Ich muss mir da mal irgendein Programm raussuchen, wo man hier die Prioritäten besser verteilen kann. Wo man hier verschiedene Kerne zuweisen kann, weil es muss ja auch im Multicore irgendwie möglich sein, weil mir hat es ja schon mal jemand geschickt und da ging das auch im Multicore. So. Oh, was sind jetzt? Lädt er nicht ab oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, schwüle Zuckerrübenernte wieder. Schwede. Schwüle Zuckerrüben. Ach, leck mich doch. Dieser Part wird ein Fluchpart. Ja. Ich frage mich, warum jetzt der Sound so leise ist. Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich weiß es Gerade. nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich Es höre ist hier aber jetzt. fast gar nichts mehr. Ich kann komm hier nicht runter mit diesen verkackten Anhängern. Ich will nicht mehr. Naja, gucke mal, das nächste Mal spielen wir uns nächste Woche Sonntag. Eine Woche Abregung, ja. Ja. Das ist gut. Klingt sehr vernünftig. Obwohl, nächste Woche Sonntag. Ist ja Pfingsten, wa? Ist ja Montag frei. Ja, aber nächsten Sonntag weiß ich nicht, ob da was geht. Na, Montag. Oder Samstag oder so. Das können wir ja mal schauen. Da kriegen wir was hin. Ich habe noch nicht so viel Geld auf dem Konto. Wie viel hast du denn? Eine Mille. 1 Mille? Und 28.000 noch dazu. Krass. Sagst du ja. So, dann nehmen wir halt den, was ist das, Actros, den MB Actros und lernen halt mit dem aus, wenn es mit dem anderen eben nicht geht. Mit welchen geht's denn nicht? Mit MAN? Nee, dann mit den. Mit dem Hänger meine ich den SMK 34. Mit dem anderen Hängern geht's nicht. Ach so. Weil die wieder zu hoch sind. Und du nicht unter die Zuckerrübenerntemaschine kommst. So. Ja. Bin schon mal gespannt, wie die jetzt weiterfährt. Das geht ja auch schief, das weiß ich jetzt schon. Vor allen Dingen, wieso sehen die jetzt keine Zuckerrüben an? Da oben hast du mal einen Gruber drauf geschickt aufs Feld, ne, oder? Nee, ich mach grad weiter. BGA. Du machst BGA weiter. So, fahr weiter. Fahre doch weiter, Mutter, Menschenskinder. Das kann doch nicht so schwer sein. Da hat auch keine Anhängekupplung hinten dran. Da ist MK. Schade. Sehr, sehr schade. Naja, wenn wir schon keinen Sound haben, machen wir wenigstens das Blinklicht oben an. Was ist denn jetzt eingeschlafen?
So. Ich weiß gar nicht, bei welchem Part wir auch überhaupt insgesamt sind. Es müsste ja eigentlich auch schon straff auf die 100 zugehen, oder? Müssten ja schon über 90 sein jetzt mittlerweile. Ich weiß es nicht genau. Ach, da kippt ja so ab. Das ist cool. 91, glaube ich. 91. Ja. Die ganze Zeit mit dir gelabert, gell? Und mit dem Mikro aus, ja? Ja. Ich habe mich gefragt, warum du mir nie antwortest. Habe ich mich auch. Was hast du noch so gelabert? Nee. Hast mir halt eine Antwort gegeben. Ja. Ja, 91. Das heißt, es geht auf jeden Fall straff auf die 100 zu. Hm. Ja. Sind wir ja mal gespannt, ob wir neugierig sind. Tja. So. Was machst du heute noch? Ich? Nach diesem erfolglosen Zusammenspiel heute. Nochmal gucken, entweder ich werde nochmal ein paar Drachen vor den Wandstown oder eine Fuhre fahren oder. Was, ein paar Drachen vor den Wandstown? Bei Skyrim. Entlad doch mal! Oh, ey. Gleich schwarte ich irgendwo dagegen hier. Das gibt's doch nicht. Das Spiel will es halt wissen. Siehst du, der scheiß Gruber wollte ich mal noch holen. Ach, steht der noch hier unten. Muss ja irgendwo noch ein Gruber stehen. Na, da wo da. Na. Ah, Schappen. Der Quadrak stand. Ah, jetzt haben wir unten keinen LKW oder was? Doch, hier haben wir noch einen. Hier haben wir noch einen. Und dieses Scheißfeld halt erst grubern, falls es funktioniert. Weiß ja auch keiner. Aber das will ich jetzt auf jeden Fall noch testen. Zieh. Oh, kein Gewicht dran. Das ist ja dämlich. Hauen wir jetzt mal hier dieses Zusatzgewicht. Ach. Von dem Glas dran. Von dem 5000er oder von den 3800er. Ich weiß gar nicht, von welchem das ist. Ui, ei, ei. Ey, das ist ja mal geil. Warte. Das Zusatzgewicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das Glas. Ja. Wo du die Gewichte noch draufstapeln kannst. Ja. Wenn du da vorne alle draufstapelst, fliegt hinten der Gruber ab. Und der LKW, das ist so schwer, den drückt's. Also, der Hinterräder sind in der Luft. Wie, ich fahr zu schnell. Mensch, hebt das Ding doch hoch. Ah, sauer. Das ist wieder zu wenig Gewicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, mit zwei geht's.
Oh. So, schalten wir mal kurz auf den Gruber. Und grubern jetzt hier einfach mal durch. So, na gut. Machen wir hier erstmal Part Ende. Beruhigen uns erstmal wieder etwas, gell, David? So, und ja, für uns ist die Aufnahmesession jetzt hier auch vorbei. Das heißt, das nächste Mal sehen wir uns dann in alter Frische wieder. Und hoffentlich voll im geistigen Ergusses. Und ja, mit besserer Laune. Ja, hoffentlich funktioniert dann wieder alles. Na gut, wenn es euch gefallen hat, schaut mal auf den Kanal vorbei. Lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da. Wir würden uns freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.